Es wird ernst hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Und deswegen dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Und uns bemühen, vernünftig zu trainieren, um uns der Verheerung entgegenstellen zu können, weil wir können nicht einfach erwarten, dass wir dorthin gehen und dann mal eben gegen Ganon und seine Verheerung antreten und dass dann alles gut wird. Nein, wir müssen kämpfen, wir müssen vernünftig uns darauf vorbereiten und das machen wir am besten hier mit den Trainingseinheiten. Let's go. Und wir müssen anscheinend gegen drei Hinoxe kämpfen. Und wenn hier ein, Moment, wenn hier ein roter Hinox und da drüben ein blauer Hinox ist, heißt das, dass wir dann gleich gegen einen schwarzen oder vielleicht sogar weißen Hinox kämpfen? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt einen weißen Hinox gibt. Ich meine, ich kenne hier das Breath of the Wild Franchise jetzt nicht so gut. Aber ich glaube schon, es müsste eigentlich auch einen schwarzen geben, oder nicht? Also ich glaube, einen schwarzen gibt es auf jeden Fall. Nur beim weißen bin ich mir nicht sicher. Also könnte es sein, dass wir gleich sogar gegen einen schwarzen Hinox kämpfen werden. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Okay. Wodurch wird eigentlich immer sein Auge verletzt? Ich verstehe es nicht ganz. Piekst er sich da selber rein oder was? Na, wobei, es kann auch sein, dass wir als drittes doch nicht gegen den Hinox kämpfen müssen, weil wenn man nach da hinten schaut, sieht man halt keinen Hinox. Obwohl, kann auch sein, dass er nicht reingerendert wird. Oder dass es eine Überraschung sein soll. Dass es dann vielleicht doch ein weißer ist oder keine Ahnung. Oder ein schwarzer sogar. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Zwangsläufig. So. Ja gut, ich hatte... Ja, genau. Ich hatte auf Äpfel gehofft, wollte ich gerade sagen. Und die kriegen wir tatsächlich auch. Nice. Und der blaue Hinox wartet hier auch schon auf uns. Mein Freund. Lass das mal lieber sein, du. Okay. Was zum Teufel? Kryo-Modul? Ich glaube, das hatten wir auch noch nie, oder? Und was da eigentlich in der Höhle drin? Ich glaube, da gehe ich mal kurz rein. Vielleicht gibt es ja ein Ultra-Secret oder so. Ach, ja toll. Zeit verschwendet. Ja, die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Kann ich hier bitte weg? Ah ja, jetzt habe ich das Scheiß... Stasis-Modul verschwendet, weil diese Scheiße hier schon wieder rumgebackt hat. Was soll das denn? Wieder Kryo? Nein, aber es kommt ein Attackenhagel. Alles klar. Okay, nice. Oh, nice. Was? Blauer Leune? Okay, okay. Und der kommt jetzt da raus, oder was? Aus dem Tunnel? Ja. Ja, okay.
Hat generell so ein bisschen komisch gewirkt, das Ganze. Warum sollte da ein Tunnel sein, wenn da nichts ist? Okay. Nein, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Okay, Stasis. Boah. Crazy shit. Holy shit, Alter. Zum Glück habe ich da noch die Heil-Items aufgehoben. Ah, du Drecksau. Okay. Werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinbekommen. Vor allem, weil wir nur noch eine Minute haben. Ne. Ach, nee, komm. Ich glaube, das starten wir jetzt einfach direkt neu. Können wir gar nicht. Ernsthaft? Ja, komm, dann kill mich halt. Dann kill mich halt mal kurz. Weil wenn wir es nicht manuell starten können, über das Menü... Was zum Teufel? Dann machen wir es halt so. Erneut versuchen wäre, glaube ich, vom Checkpoint aus. Aber ich glaube, dann hätten wir schon wieder zu wenig Zeit. Also können wir es knicken. Das können wir knicken. Ja. Komm, lass jetzt den Quatsch sein hier. Ja, ich treffe doch sein scheiß Auge. Okay. Wenigstens den Attackennagel bekommen. Okay, nice. Good job. Und den haben wir fast down. Ja, Stasis können wir aber benutzen. Alles klar. Ah, du Drecksau, ey. Und Schmetterangriff. Was? Ah, okay. Er ist down. Es zählt. Es zählt. Okay. Und dann kriegt er Stasis rein. Ist ein bisschen komisch, dass er... ...da nicht wirklich was machen kann. Also der Move von ihm wirkt einfach ein bisschen komisch mit dem Baumstamm. Hinoxe sind zwar nicht die schnellsten, aber so langsam sind sie jetzt auch wieder nicht. Es wirkt einfach ein bisschen, als würde er einfach mal kurz darauf warten, dass man ihn auskontert. Und das ist einfach ein bisschen komisch. Okay, der blaue Leune greift an. Hallo. Mach doch bitte die scheiß Attacke da. Meine Fresse, ey. Ich find's manchmal echt komisch, dass man... ...dass man da das Auge trifft, aber...
dass es dann nicht anerkannt wird. Ja, komm. Okay, jetzt sind wenigstens beide eingefroren. Nein, jetzt lass mich den noch besiegen. Dankeschön, er ist down. Und jetzt haben wir noch 3 Minuten für ihn hier. Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann... keine Ahnung. Breche ich das Let's Play ab. Komm her, Junge. Zack. Richtig gegeben. Okay, Kryo. Nice. Schmetterangriff. Boom. Und Stasis. Dann können wir ihm wieder richtig fett was abziehen. Über die Hälfte auf jeden Fall. Nice. Hör auf mit deinem Rumgampel da und gib mir... nein. Ah, so ein Bullshit. Nein. Es sieht tatsächlich schon wieder so aus, als ob ich failen würde. Okay, aber wir haben es fast. Ich glaube, ich habe jetzt noch maximal einen Treffer, den ich einstecken kann. Und danach war's das. Okay, 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 okay. Wenigstens konnte ich dem jetzt ausweichen, wo ich das Modul nicht ab hatte. Und Stasis, genau im richtigen Moment. Über die Hälfte wieder abgezogen. Oh shit. Was zum Teufel? Stasis. Und es reicht ganz knapp nicht. Aber er hat jetzt auch nur Kryo benutzt. Und jetzt ist es vorbei für ihn. Alles klar, komm. Brich ab, Link. Und hau ihm deine krassesten Schmetterangriff rein, den du jemals gemacht hast. Holy shit. Alle Gegner wurden besiegt. Das war eine richtig kranke Mission. Holy shit. Alles klar, jetzt müssen wir mal schauen, was wir wegpacken. Ich glaube, dieses starke Angriffe, das packen wir auch mal weg tatsächlich. Ja, ich denke, wir machen normale Angriffe. Schaden, Reduzierung und Spezialangriff. Buffen wir alles. Ja. Genau das werden wir machen. Starke Angriffe dann auch weg. Normaler Angriff. Spezialangriff, antike Materialien, Schaden. Schaden bei vollen Herzen. EP-Bonus, okay, brauchen wir aber nicht. Regeneration. Ach so, Moment mal. Ach so, nee. Okay, dann machen wir normale Angriffe. Regeneration. Und ja, doch, Schadensreduzierung können wir dann auch noch dabei packen. Alles klar. Na gut.
Das ist dann ja wenigstens schon mal ein Plan. Schaden gegen Gegner mit Statuseffekten. Okay, ach so, das sind die. Ja, es wäre natürlich in einer Zusatzmission mega krass. Aber brauche ich jetzt nicht. Okay, das. Und dann wäre ich endlich fertig. Er bekommt noch ein Armband. Wir kriegen richtig fett Fleisch noch. Und dann können wir endlich weitermachen. Ich wollte gerade schon fragen, wo der Turm bleibt. Ja. Rüstungskürbel ist. Den können wir kaufen, oder? Ja. Ja. Jo. Ja, nehme ich mal alle. Bevor man hinterher wieder irgendwie blöd Missionen machen muss, weil man einfach keine mehr kaufen kann. Und er kriegt einen längeren Combo-Angriff. Nice. Was ist hiermit? Ah, Maxi-Rüben. Ja. Ja, nee, forgen will ich noch nicht. Ich warte halt immer noch auf die Möglichkeit, Effekte zu entfernen. Nur ich weiß halt nicht, ob das überhaupt irgendwann mal geht. Andererseits, andererseits muss es ja auch irgendwann mal sein, ne? Also Spezialangriff. Was haben wir da eigentlich vorher? Plus 9%. Okay, dann würde ich nämlich mal schauen, ob sich da irgendwas dran tut. Nö. Es wird sich einfach gar nichts dran tun. Also lassen wir es erstmal sein. Okay. Na gut, gibt es hier noch einen normalen Auftrag? Dann würde ich den nämlich erst noch machen wollen. Was ist das hier? Rezept dubiose Matsche. Okay. Nein, danke. Würde ich sagen. Moment mal. Ich würde aber gerne mal schauen. Kann man hier... Ah, hier, hier. Maxidorian. 5 Stück. Okay. Damit haben wir 14. Dann können wir das hier nämlich abschließen. Wunderbar. Plus 100% mehr Rubine, maximale Herzen, minus 20%. Alles klar. Na gut, also zum Rubine-Farm auf jeden Fall nice. Und wenn man eine Challenge haben will, auf jeden Fall auch ganz geil. Und hier. Hier ist noch eine normale Mission. Und die ist anscheinend nur für Miss Kyoshia, heißt der, glaube ich. Priester Miss Kyoshia. Bin ich mal gespannt, wohin das führen wird.
Alles klar. Absorbiere die Macht von mit Attacken herbeigerufener. Was? Was zum Teufel? Absorbiere die Macht antiker Technologie mit Attacken herbeigerufenen Artefakten. Was zum Teufel? Und jetzt kann ich zum Riesen werden. Okay. Ich hab's hinbekommen. Nur was genau bringt das? Muss ich das groß irgendwie abpassen? Irgendwie auf die Länge des Hammers auch noch? Oder zählt das quasi überall? Okay. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist der Schrein jetzt ein Angriff oder muss ich den auch noch zerstören? Damit ich dann die Macht absorbieren kann. Schnalle ich irgendwie gerade nicht. Aber naja, was soll's. Mir fällt übrigens auch gerade auf, wir müssen möglichst viele Gegner besiegen. Und nicht irgendwie hier die Großen wegkloppen. Also würde ich mal vorschlagen, konzentrieren wir uns hier auf die kleinen Viecher. Und machen die hier alle weg. Oder kommen nicht mehr. Muss ich den Großen besiegen. Ah, okay. Und das ist die Standardattacke. Die allerdings echt effektiv gegen die kleineren ist. Okay. Was soll das? Was muss ich machen? Besiege den blauen Moblin. Okay. Das haben wir nicht. Wir haben allerdings das hier. Was zum Teufel? Komm. Wir benutzen mal den Spezialangriff. Und ich denke, wir kloppen auch mal hier den roten Moblin nieder. Aber nur, weil er gerade nervt. Okay. Okay, na gut. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwie großartig was bringt. Mit dem zum Riesen werden. Irgendwie macht es halt nicht wirklich Damage an denen. Ich glaube, es ist echt nur, um kleinere Gegner in Massen halt kaputt hauen zu können. Na gut. Aber auch in Ordnung. Dann wissen wir auf jeden Fall, wie wir mit dem zu spielen haben.
Aha. Na, dann ist das jetzt abgeschlossen. Alles klar. Und hier gibt's irgendwas. Am besten die Rüben. Ja, nice. Ich nehme alle. Und das reicht immer noch nicht. Wunderbar. Oh Mann, ey. Die gibt's auch nicht hier? Nein. Alles klar. Ja gut, dann muss ich die Fische wann anders besorgen. Oder... Moment mal. Ah, okay, das können wir nicht machen, weil das nur für Mifa ist. Okay, interessant. Dann wurden die Dinger hier alle gelockt. Na gut, wie auch immer. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Mit, machen wir Schlacht um Ost-Hyrule, weil ich hier das hier ein bisschen ansprechender finde. Und man hebt sich ja bekanntlich immer das Beste zum Schluss auf. Naja, wie auch immer, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao.